Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wieder nach einer kleinen Pause, aber das kennt ihr ja inzwischen von mir auch schon. Heute dekorieren wir zusammen die Kalenderwoche 17. Ich hinke immer noch komplett hinterher, aber ich versuche mein Bestes. Ich bin nur in letzter Zeit wirklich, wie ich es auch irgendwie in jedem Video momentan sage, sehr beschäftigt und viel unterwegs. Wie auch in dieser Woche, da war ich nämlich an dem Wochenende und die ganze Woche da drauf in. War das die Woche? Nee, gar nicht. Ich bin zu weit in der Zukunft. aber dieses Wochenende war ich auf jeden Fall komplett nicht da. Und zwar war ich da in Frankfurt, weil ich auf einem Turnier war. Und da habe ich mir jetzt dieses Tape hier rausgesucht. Stellvertretend für eine Städtereise möchte ich hier gerne was von benutzen. Nicht unbedingt den Eiffelturm und die Freiheitsstatue, aber vielleicht was ja, von diesen städtischen Geschichten hier, wo man nicht genau gleich, ja, oder ich jedenfalls nicht komplett was mit verbinde. Dazu habe ich mir dieses schlichte karierte Tape rausgesucht. Dann noch diese Stempel, die ich seit Ewigkeiten mal wieder benutzen möchte. Und dann möchte ich gerne noch von den HIDA-Stickern welche benutzen, die ich auch schon ewig lange habe und äußerst selten irgendwie bei mir Verwendung gefunden haben bisher. Genau. Und ich lege mal einfach mit dem Washi-Tape los. Da nehme ich jetzt erstmal hier dieses karierte, weil das ja einfach immer so gut als Hintergrund ja, geeignet ist. Und da werde ich einfach so ein, zwei Flecken von verteilen. So. Ich schneide das hier mal direkt ab, damit es nicht immer am Tisch kleben bleibt. So. Ich will mich auch nicht stundenlang jetzt mit diesen alten Dekos aufhalten, weil ich teilweise wirklich gar nicht mehr weiß, was ich großartig gemacht habe in den Wochen. Also ich weiß, klar, da war ein Turnier, aber da hört es dann halt auch unter der Woche echt irgendwann auf mit meinem ja, Gedächtnis, sage ich mal. Da weiß ich dann irgendwann auch nicht mehr, ob ich da vormittags einkaufen war oder gemütlich ausgeschlafen habe oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, dann werde ich jetzt mal dieses Tape hier mir schnappen und die ersten beiden Sachen kommen erstmal weg. Da habe ich ja dieses wunderschöne Sammelordnerchen für, was ich irgendwie auch schon ewig nicht mehr in der Hand hatte. Klebe ich einfach mal hier so hin. So. Ich habe mir noch vor nicht allzu langer Zeit die Nägel gerade neu lackiert, deswegen fasse ich Sachen vielleicht gerade noch ein bisschen komisch an, weil es sich noch so anfühlt, als wenn es noch ein bisschen nass wäre. So, davon nehme ich jetzt auf jeden Fall einmal diese beiden. So. Und das hier finde ich auch noch ganz okay.
kommt dann hier so hin. Dann kommt erstmal was Maritimes und dann wiederholt es sich ja auch schon fast, ne? Ja. Dann lasse ich das erstmal so. So und so. Dann ist die Frage, ob ich die hier noch irgendwo unterbringe. Die sehen auch leicht mischant aus, die Dinger. Upsala. Ach so, und ich sehe gerade, ich hatte noch dieses Kofferpack-Tape hier rausgesucht. Das ist ja auch so ein Tape, was man irgendwie immer nur zu so einem Anlass, also für eine Fahrt, verwenden kann. Habe ich das hier schon drin eigentlich? Da muss ich gerade mal kurz gucken. Ja, na guck mal. Dann kann ich ja davon noch welche benutzen. Gepackt habe ich am Mittwoch auf jeden Fall. Am Donnerstag. Am Freitag ging es nämlich sehr, sehr früh los. Ja, ich pack die hier so hin. Die Koffer. Und ich stapel die einfach so ein bisschen, dass es nach mehr aussieht. So. Das sieht komisch aus. Dann packe ich den mal dahin und irgendeinen noch oben drauf. Vielleicht den Helm. So, nicht ganz perfekt, aber was soll's. So, ich hatte mir auf jeden Fall diese HIDA-Sticker hier überlegt zu benutzen. Und zwar die, wo sie so grünliche Sachen anhat und gelbe Sachen noch so mit drauf sind, weil das zum Washi-Tape ganz gut passt. Jetzt ist die Frage, welches Stempelkissen ich benutze. Ich glaube, das hier ist ganz gut. Und das werde ich dann einmal mit dem Stempel hier benutzen. Bin ich im Bild? Fast. So, ich habe Ewigkeiten nicht mehr gestempelt. So, hoffentlich wird das was. Das Turnier war am Samstag und am Sonntag habe ich den ganzen Tag in Frankfurt verbracht, bevor mein Zug dann fuhr abends. So, das sieht doch ganz gut aus. Einen mache ich noch dann ein bisschen dünner.
haben wir denn da? April. Habe ich mir die Arbeitstermine nicht von April aufgeschrieben? Doch, habe ich. 25, 26, 27. Ach Gottchen, da habe ich die ganze Woche gearbeitet. Gut zu wissen. Dann werde ich das da auch einmal einfach markieren. Mache ich hier einen Stempel hin. Die Farbe gefällt mir richtig, richtig gut, muss ich sagen. Und vielleicht mache ich noch... reicht das so? Ja, ich glaube, ich lasse das erstmal, weil sonst wird es zu viel. Und während das trocknet, kann ich ja einmal gucken, was für Sticker ich benutze. Sie hat ja hier einen Koffer, allerdings habe ich jetzt ja hier schon die Koffer benutzt, ne? Die sind zu blau. Der hier passt auf jeden Fall zu dem Sonntag ganz gut, weil da haben wir am Main gechillt auf der Wiese und das gute Wetter genossen. Die werde ich dann hier irgendwie platzieren. Die Hose ist 1A, dieselbe Farbe wie mein Sticker, wie mein Stempel. Sehr gut. Packe ich die mal da so hin. Sie hier ist eigentlich auch ganz witzig, weil sie sich so nach vorne beugt und ich hatte am Samstag Abend und Sonntag so krasse Rückenschmerzen, dass ich nicht mal mehr so weit runtergekommen bin, aber dann fühlt sich das hier, glaube ich, ein bisschen zu doll, wenn ich hier jetzt 1000 Sticker, also Mädchen vor allem, hinklebe. Was haben wir hier denn noch Schönes? Ich habe ja noch mehr, so ist es nicht. Gelb würde auch passen. Ja, das ist gerade so ein bisschen die Qual der Wahl. Ich glaube, ich nehme die hier noch. Also mir gefällt das mit den Koffern gerade noch nicht so gut, weil es farblich irgendwie nicht so optimal passt. Aber sie hat doch hier irgendwo, hier, da hat sie auf jeden Fall eine Tasche. Also ich glaube, die blauen mache ich nochmal weg, weil die einfach farblich nicht so gut passen. Dann nehme ich hiervon noch ein kleines Stückchen. Ich habe mir auch gerade ein bisschen das Papier kaputt gemacht, deswegen klebe ich hier einfach was von dem hier drüber. So. Dann nehme ich die und klebe da vielleicht noch einen richtigen Koffer neben. So. Das finde ich ganz gut.
Und ich hatte auch gedacht, ich benutze noch ein paar von diesen Blumen. Von den gelblichen. Ist wieder so eine Attrappe. Sehr schön. Drucken und nicht ausschneiden. Das habe ich hier noch nie verstanden, warum es sowas bei Stickerbögen gibt. So. Der ist auch nicht ausgeschnitten. Der hier, na. So. Könnt auch noch den Heißluftballon hier nehmen. Sehr niedlich. Das gefällt mir ganz gut. Jetzt kratze ich gerade meinen Nagellack ab. Ups. So. Die habe ich an. So, okay. Ich glaube, upsala. Ich glaube, ich bin soweit fertig und ich werde auf jeden Fall die Sachen hinterher eintragen. Also ich werde euch das jetzt nur noch kurz im File Effects zeigen und dann die nächste Deko machen.
Ja, so sieht das Ganze aus. Ich bin ziemlich zufrieden mit den Farben und dieser Kombi mit den Stempeln und dem Karo-Tape und den HIDA-Stickern, muss ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Video und die Deko gefallen. Schreibt mir gerne Feedback und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! So, wie versprochen, nochmal die Deko in meinem Planer. Und jetzt wirklich Tschüss, bis zum nächsten Mal.